Stilvolle Frisuren. Kleine Mädchen wollen auch eine tolle Frisur. Ich will wieder ein Einhorn sein. Ich frag mich, wo mein Anzug ist. Nicht hier. Anzug, wo bist du? Warum sieht es hier so chaotisch aus? Ich kann meinen Einhornanzug nicht finden. Dein Regenbogen-Outfit ist gerade in der Wäsche. Aber wir werden uns was einfallen lassen. Wie wär's mit einer Regenbogenfrisur? Wir machen einen ganzen Regenbogen auf deinem Kopf. Trennt das Haar. Und macht zwei hohe Pferdeschwänze. Bringt jeweils ein Haardonut an. Wickelt die Haare darum, um den Haardonut zu verstecken. Befestigt die Strähnen mit Haarnadeln. Macht zwei Dutz. Und hier ist der Regenbogen. Befestigt weiße Bommeln am Netz und stellt zwei davon her. Nehmt mehrfarbige Pfeifenreiniger und formt sie zu einem Regenbogen. Klebt den Regenbogen auf die Bommelwolken. Legt noch ein kleines Pony auf die Wolke. Und legt die Netze mit Wolken auf die Dutz. Du hast einen Regenbogen auf deinem Kopf. Du wirst also heute nur bunte Gedanken haben. Jedes Einhorn will mit dir befreundet sein. Während die Erwachsenen plaudern, bereiten sich die Kinder auf eine Vorschulparty vor. Wie findet ihr unsere Outfits? Oh je, naja. Und die sind so exotisch. Wir helfen euch bei der Auswahl. Das sieht doch schon viel besser aus. Und ihr braucht auch noch schöne Frisuren. Dann fangen wir mal an. Nehmt zuerst die vordere Strähne. Lasst eine kleine Lücke im Zopf und steckt den Zopf durch das Haargummi. Macht insgesamt vier Zöpfe. Deine einfache und schnelle Frisur ist fertig. Oh, danke! Und du bekommst eine Wasserfallfrisur. Schaltet das Haar und macht seitlich einen Flechtzopf. Nehmt nicht alle Strähnen. Flechtet stattdessen eine gleich große Strähne aus dem Rest des Haares ein. Macht dasselbe auf der anderen Seite. Dekoriert die Haare mit einer Blume. Die Frisuren sind fertig. Na? Wie findet ihr sie? Mal sehen. Hey, diese Frisuren sind viel zu normal für eine Party. Da müsst ihr noch mal ran. Wir wollen andere Frisuren, die aufregender aussehen. Okay, dann machen wir jetzt bunte Zöpfe. Trennt das Haar und macht zwei französische Flechtzöpfe. Jetzt fügen wir etwas Farbe hinzu. Macht zwei Zöpfe aus rosa Haarsträhnen. Deckt sie jeweils mit Haarspray ab. Und bestreut sie mit Glitzer. Besprüht sie mit mehr Haarspray. Befestigt die rosa Zöpfe oben. Und sichert sie mit Haarnadeln. Und? Reicht das für die Party aus? Und du bekommst ein buntes Herz. Mach zuerst zwei Zöpfe. Bindet die Haarsträhne an den Zopf. Wickelt eine Strähne um das Haargummi, damit man die Verlängerung nicht sieht. Und sichert das Haar und macht auch dasselbe auf der anderen Seite. Legt danach eine Herzschablone auf das Haar. Und tragt rosa Haarspray auf. Und? Wie findet ihr eure Frisuren? Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Wow, das sieht ja toll aus. Yay, unsere Minikunden freuen sich.
Hier haben wir zwei eingefleischte Fans von Elsa und Rapunzel. Wir wollen das gleiche Make-up. Aber wir wollen auch dieselben Frisuren. Prinzessinnen, wir können euch helfen. Ich habe eine tolle Idee für Rapunzels Flechtzopf. Bindet die Haare zu einem hohen Pferdeschwanz. Schneidet ein quadratisches Loch in ein Pappbecher aus. Und auch dunkelrotes Papier in Rechtecke. Klebt sie so auf den Becher, dass sie eine Ziegelsteinoptik erhaltet. Vom Papier zu einem Kegel und befestigt den Kegel an der Spitze des Turms. Legt ein ausgedrucktes Bild von Rapunzel in das Fenster. Und hier ist ein Turm für Rapunzel. Legt es auf den Zopf und führt den Zopf durch das Fenster. Dekoriert die Haare mit künstlichen Blumen. Unsere magische Frisur ist fertig. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Und welche Frisur sollen wir für unseren kleinen Elsa-Fan machen? Ah, ich weiß schon. Bindet das Deckhaar zu einem Pferdeschwanz zusammen. Und befestigt das Elsa-Zubehör oben. Faltet ein Streifen Tüll in zwei Hälften. Sammelt ihn und vernäht ihn. Drückt ein Bild von Elsa aus und bedeckt es mit Klebeband. Befestigt den Tüll, das soll der Rock sein. Verziert die Unterseite des Rocks mit Strasssteinen. Befestigt eine Haarspange an der Rückseite. Fügt auch noch Kristalle hinzu. Deine Frisur ist fertig. Da wird euch jeder Fan beneiden. Jetzt haben wir die magischsten Frisuren. Yay! Mit offenen Haaren kannst du nicht richtig essen und trinken. Niemand will eine haarige Milch trinken. Ich mache dir eine süße Frisur. Wir brauchen nur ein paar Süßigkeiten, Haarspang. Wickelt den Pfeifenreiniger um den Stift. Entfernt dann den Stift. Ihr braucht mehrere davon. Klebt danach eine Haarspange auf ein Deko-Lolli. Macht ein paar Haarspangen aus Deko-Cupcakes, Süßigkeiten und Schleifen. Teilt das Haar auf und formt zwei Dutz. Steckt die Federn in die Dutz. Am besten in verschiedene Richtungen. Dekoriert die Dutz mit den Haarspangen und bringt Süßigkeiten am ganzen Kopf an. So, fertig! Das ist die süßeste Frisur, die ich je gesehen habe. Jeder wird sofort sehen, dass du Süßes liebst. Ich möchte eine kreative Frisur. Mein langes Haar ist viel zu langweilig. Ich will mal was anderes. Ja, na klar. Ich helfe dir mit einer schönen Haarreif-Frisur. Schaltet das Haar so und macht hinten einen Pferdeschwanz. Flechtet dann die Vorderseite. Wickelt das Ende des Flechtzopfes spiralförmig ein, um eine Blume zu formen. Befestigt es mit Haarnadeln und fügt auch einen Schmetterling hinzu. Öffnet das Haar und ihr erhaltet einen stilvollen Haarreif aus eigenen Haaren. Die Mädchen spielen miteinander. Und benutzen sogar ihre Haare. Oh nein, unsere Haare sind verheddert. Hilfe! Oh, was habt ihr denn da gemacht? Aber das kriegen wir schon hin. Ihr bekommt schöne Frisuren. Für die erste Frisur müsst ihr das vordere Haar so scheiteln. Macht dann einen Zopf. Lasst eine kleine Lücke dazwischen. Und steckt den Zopf durch. Macht dann zwei Flechtzöpfe. Bindet sie hinten so zusammen, um ein Herz zu formen. Fügt auch eine süße Haarspange hinzu. Was für ein süßes Herz! Jetzt bist du an der Reihe. Lass uns dein langes Haar zu einer eleganten Frisur flechten. Teilt das Haar und macht jeweils links und rechts französische Flechtzöpfe.
Verbindet die Zöpfe zu einem hohen Pferdeschwanz. Befestigt mehrere Haargummis mit gleichmäßigen Abständen. Fügt auch eine süße Haarspange hinzu. Jetzt sind eure Haare fertig und sie verheddern sich nicht mehr. Jetzt könnt ihr in aller Ruhe weiterspielen. Wie fandet ihr unsere Kinderfrisuren? Schreibt uns, welche Frisur ihr am süßesten fandet. Ein Rapunzelturm? Eine Süßigkeitenfrisur? Ein Herz? Oder funkelnde Zöpfe? Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.